Auf geht's, Koffer packen! Hallo, hallo Leute, ich bin's wieder, eure Mavi. Und heute könnt ihr mal mit mir Koffer packen, denn ich fliege endlich mal wieder nach Deutschland. Meine Oma wird 80 und dann kann ich wenigstens da sein mit meiner Mama zusammen. Und das wird, glaube ich, richtig cool und ich freue mich so sehr darauf. Mein Papa muss dann hier bleiben bei der Linda, weil das kann der auf die Katze aufpassen kann. Und ich habe hier schon meinen Koffer. Oh mein Gott, der erschlägt mich, wenn ich den jetzt hochhole. Den zeige ich gleich mal und den rüste ich mir ein bisschen auf, weil irgendwie sind all meine Sticker abgegangen. Der lag zu lange in meinem Schrank. Aber was ich auch noch plus vorhabe, ist die Annie zu überraschen. Ich habe nämlich meine Instagram-Story gelogen. Dafür entschuldige ich mich jetzt, okay? Weil ich habe gesagt, ich bin doch in München, weil ich weiß, Annie guckt meine Story und dann wissen sie, dass ich nach Köln komme. Und dann könnte ich keine Überraschung daraus machen. Also ich verstecke mich einfach in ihrem Zimmer und dann überrasche ich sie. Und dann auf einmal kriegt sie, glaube ich, einen Herzinfarkt, weil sie so erschreckt, dass ich einfach mal da bin. Oh, wir fliegen auch schon morgen. Ja, deshalb muss ich jetzt mal hier alle meine Sachen einpacken. Immer gerade eben duschen, Haare waschen. Und ja, lasst mal gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und dann geht es endlich los mit Koffer packen. Ich freue mich, das wird cool. Okay, das hier ist mein Koffer. Und der ist eigentlich voll cool, weil man kann den hier so, den Reißverschluss größer machen. Das ist gut für mich, weil ich packe für ein Wochenende so viel für eine Woche. Aber wir müssen jetzt erstmal hier die Aufkleber erneuern, weil das kriegt hier alles ab. Und das gefällt mir auch nicht mehr. Deshalb habe ich hier meine schöne Kiste mit ein paar Stickern. Nice. Da ist noch ein Koffer drin. Max, ich habe deinen Koffer gefunden. Okay, ich werde euch mal meine Packliste vorlesen. Also ich habe einmal Klamotten, Schlafanzüge, Unterwäsche, also Socken. Socken ist halt Unterwäsche. Wow, Mavi, schlau. Sonnenbrille, Kontaktlinsen, Zahnbürste, also Badezimmer-Stuff. Dann habe ich Cappy, Schuhe. Also ich packe meine Schuhe übrigens immer hier in so Tüten rein, damit die nicht so all die anderen Sachen so dreckig machen. Ich glaube, jetzt zeige ich erstmal, was ich morgen auf dem Flug anziehe. Ich stecke gerade eben 10 Stunden davor und ich wusste nicht, was ich anziehen soll, aber ich weiß halt nicht, wie kalt es ist in Deutschland. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einfach so eine basic graue Jogginghose, damit kann man nichts falsch machen. Dann ziehe ich so ein Longsleeve weißes basic Shirt an und darüber diesen kuscheligen Pulli von Hollister. Ich glaube, damit bin ich ganz gut dran. Aber ja, das, was ich jetzt auf jeden Fall mal einpacke, ist hier mein Ladegerät für meine Batterie, für meine Kamera. Das kann ich hinschmeißen. Jo, dann nehme ich mit an Schlafanzügen das schöne Ding hier. Das ist so kuschelig, ich liebe das. Das kann ich auch so als Home-Anzug anziehen. So nenne ich das jetzt. Das ist so ein Waffelstoff und das ist so gut. Das ist so cool. Und jetzt habe ich eine passende Hose. Hallo, wo ist der Anfang hier? So. Einfach mal irgend so einen Film gucken und chillen. Auch sehr gut. Dann nehme ich diese coole Kappe hier mit. Dann habe ich hier mein schönes grünes Hemd. Das würde ich auf jeden Fall einpacken. Weil das ist so schön kuschelig weich. Das ist von Hollister. Und das kann man einfach zu allem anziehen. Zu Jogginghose, Leggings, Jeans und so. Deshalb packe ich das auf jeden Fall ein. Dafür habe ich auch noch so ein weißes Basic Top hier von Brandy. Damit ich das da drunter ziehen kann. Oder auch einfach unter irgendwelche anderen Sachen. Ich trage gerne einfach so Tops. Vielleicht nehme ich das hier, was ich gerade anhabe, auch noch mit. Und dann habe ich hier auch noch, wie ihr seht, ich stehe momentan so auf so Longsleeve-T-Shirts. Habe ich hier auch noch so ein Shirt von Brandy, wo New York einfach draufsteht. Das ist aus so ein bisschen dickerem Stoff. Das ist ein Longsleeve-Ding. I promise. Dieses von Brandy. Das sieht auch sehr schön aus. Hier mit diesem coolen dunkelblauen Ärmel, mit dem grauen hier. Das packe ich auch noch ein. Ja, dann geht es weiter mit Hosen. Ich drehe mich mal kurz mit dem hier rum. Ja, auf jeden Fall nehme ich die Leggings hier mit. Auch weil ich aufs Trampolin gehen will, da freue ich mich auch drauf, in dieser Terrasse mal wieder aufs Trampolin zu springen. Dann muss ich auf jeden Fall mit. Und dann habe ich hier meine Low-Rise Jeans, meine Favorite Jeans im Moment. Ich weiß noch, als ich sie gekauft habe, dachte ich mir so, wer zieht Low-Rise an? Aber es ist echt ziemlich bequem. Genau, must have. Dann mein Lieblingskuschel-Hoodie von Brandy. Oh, meine Kappe. Da steht Newport drauf und der ist mehr oversized als oversized. Und noch eine schwarze Sweatshirt-Jacke. Die ist ein bisschen kürzer, die ist auch von Brandy. So. Ja, hätten wir das schon mal. Oh.
Da sind wir fertig mit Klamotten. Da liegen noch T-Shirts. Sieh, da ist ein Zahnpastafleck drauf. Den sollte ich mich noch rausmachen. Aber da ist unser Bärchen drauf. Und dann habe ich hier noch drei Basic-Shirts, weil ich ziehe eigentlich immer, wenn ich irgendeinen Pullover anhabe oder so, so ein T-Shirt drunter, sonst fühle ich mich irgendwie so nackt und das ist mir total kalt. Deshalb habe ich einfach so Basic-weiße Shirts mitgenommen. Dann habe ich hier noch Floradix. Das sind so... Hallo Kamera, schaltest du bitte hier drauf scharf? Das sind so Tabletten, die ich gegen Eisenmangel nehme, weil ich esse ja kein Fleisch. Deshalb könnte es sein, dass ich ein bisschen Eisenmangel habe. Und eventuell noch dieses kleine Portemonnaie, weil ich will nicht mein großes Portemonnaie mitschleppen. Und wenn ich dir mal irgendwas mitnehme, packe ich es einfach hier rein. Ja, Schuhe hatte ich euch ja gerade eben schon mal kurz gezeigt. Mitnehmen tue ich da hier meine grünen Jordans mit den coolen Schnürsenkeln. Und dann habe ich, glaube ich, noch Axt zu Hause, falls ich erfrieren sollte. Ah, by the way, ich habe hier gerade meine Tasche für den Flug. Das ist eigentlich meine erste Tasche für die Schule. Aber ich habe mir gedacht, da kann ich auch so einen Gurt dran machen. Dann nehme ich die einfach mit, weil die sieht cool aus und da passt viel rein. Ich habe hier jetzt schon gerade ein paar Sachen reingetan. Wartet. Dieses kleine hintere Fach hier. Taschentücher, ganz wichtig für mich, falls ich mal wieder einmal Niesanfälle bekomme. Handdesinfektionsmittel. Dann habe ich hier so Oil Controlling Papers. Das ist meine Haut glänzt immer so und dann kann man das so da drauf machen. Und dann reguliert sich das wieder ein bisschen und ich sehe nicht immer aus wie so ein glänzendes kleines Schweinchen. Und dann habe ich hier noch Kopfschmerztabletten. Bei manchen bekomme ich auch irgendwo Kopfschmerzen und dann kann ich die nehmen. Genau, aber jetzt muss ich hier noch meine anderen Sachen reinpacken. Maske tue ich schon mal rein und vielleicht mein kleines Portemonnaie. Okay, also Flüssigkeitssachen und so nehme ich immer hier so Taschen mit. Einmal die hier, da tue ich euch meine Haarsachen rein. Dann das schon mal letztes Jahr hier, das ist aus meinem Shop. Da tue ich mein Skincare rein und das hier für mein Make-up. Einmal mein Puderpinsel hier, mein Bronzer, Wimperntusche, welche nehme ich da mit? Ich nehme die mit, die ist cool. Die hier, die Wimpernzange, Eyebrow Gel, Eyebrow Pencil, Brush, Make-up Egg und wo ist mein Concealer? Hier, den Concealer, der ist so mini, aber der ist so süß, ich bin in so einer Testversion gekauft. Lippenpflege. Und ich glaube, das war es erstmal, was ich so an Make-up-Stuff habe. Und jetzt geht's weiter zu Skincare. Ich habe hier dieses Niacinamide Booster-Ding. Das mache ich immer zum Feuchtigkeitsspenden, so wenn ich morgens mein Make-up mache. Genau. Das wäre dann das an Skincare. Hier wie so Micellenwasser oder so mache ich noch ein bisschen Frischhaltefolie drum, weil ich habe Angst, dass das ausläuft und dann meine ganzen Sachen voller Micellenwasser sind. Und mein Reinigungsschaum für mein Gesicht nehme ich auch noch mit. Hier in dieses große Täschchen packe ich meine Haarsachen rein, weil meine Haarbürste so groß ist. Ich glaube, darüber mache ich jetzt auch hier meine Haargummis. Ich nehme die hier mit. Haargummis braucht man immer viele. Ich mache die immer so um meine Bürste drum, weil dann hat man die immer so direkt zusammen. Oh, guck mal, wie das aussieht. Das schöne Ding hier möchte ich auch mitnehmen für meinen Skincare und wenn ich morgens fertig mache. Scrunchie. Oh, das muss ich auch noch mitnehmen. Wenn meine Haut schimmer wird, mache ich jetzt immer drauf. Das ist so ein Serum. Das ist so rotes Zeug, nenne ich das immer. Wenn ich das drauf mache, geht es eigentlich danach wieder. Aber falls es ganz schlimm wird, nehme ich das jetzt mit und tue das auf meinen Skincare-Beutel rein. Zur Sicherheit. Oh, ich habe Angst, dass ich irgendwas vergesse. Wisst ihr, was ich fast vergessen hätte mitzunehmen? Kontaktlinsen. Ja, ich hoffe, das ist meine größte Angst, dass ich die vergesse. Deshalb packe ich die jetzt direkt ein. Dürfte reichen. Leute, ich habe ganz vergessen, Unterwäsche und Socken einzupacken. Ich nehme das jetzt hier noch einfach mit. Und, Hilfe, meine Schublade geht nicht zu. Und ich brauche noch Socken. Übrigens fliege ich morgen mit meiner Mama ja auch alleine. Ich bin irgendwie ein bisschen nervös, weil ich so lange nicht mehr geflogen bin und so. Weil mein Papa muss auf die Linda aufpassen, weil wir haben keinen, der sonst auf die Katze aufpassen kann. So, das kommt noch hier rein. Hier habe ich meine Sonnenbrillen übrigens so reingewickelt. Ich hatte keine Eloise mehr. Und es hat eigentlich alles gut reingepasst. Jetzt muss nur noch der Koffer zugehen. Wir gucken jetzt mal, ob das geht. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt, ne? Oh, ich frage mich so, was Anni denkt, wenn ich mal einfach in ihrem Zimmer bin. So, ich glaube, sie ahnt davon überhaupt gar nichts. Weil die haben schon so oft gesagt, ja, wir vermissen uns so, wir wollen uns unbedingt nochmal sehen und so. Und ich schreibe ihr morgen auch einfach immer, ja, wollen wir gleich FaceTime machen und so. Ich verarsche sie so richtig. Oh nein, die Arme. Aber es wird sehr lustig, glaube ich. Also,
Es kommt auf jeden Fall noch ein cooler Travel-Vlog von mir und von Anni. Seht ihr ihre neue Präsentation? Oh, der kommt mal so schwer. Aber hey, er geht zu. Es klemmt. I did it. Jetzt wisst ihr, was ich alles mitnehme. Und das war's mit meinem Video für heute. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und aktiviert mal das Glöckchen, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst und auch nicht die weiteren Videos von meinem Deutschland-Trip. Könnt mir auch sehr gerne auf Instagram folgen, da werde ich auf jeden Fall auch was posten von meiner Reise. Und ich hoffe, dass ich solche Travel-Videos bald öfters machen kann, weil ich auch wieder öfters reise. Jetzt ist unser Start of the Day. Yay. Und, oh, wir haben gleich ganz viele Leute geschrieben. Ich will mal antworten hier. Heute grüße ich mal die Malisburg Lotto. Sie hat geschrieben, könntest du mich mal grüßen? Ich gucke schon deine Videos seit 7 Jahren. PS, du bist mein absolutes Vorbild. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und 7 Jahre ist einfach schon so lange, weil wenn du wirklich nach 7 Jahren meine Videos guckst, bist du von Anfang an dabei. Und ich freue mich, dass du immer noch dabei bist. Und jupp, das war's jetzt von mir. Bye bye. Ciao, Kakao.